Servus, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. So, wir haben ja jetzt hier unseren großen Krone Big X stehen. Und ja, da hinten haben wir jetzt den Möhrer. Achso, eigentlich ja Unsinn. Ich wollte ja ausprobieren, wie das ist hier mit dem Gerät, wenn wir hier den grünen Hänger dran machen. Also fahren wir da einfach mal vor. Und ja, danach müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Also, wir schauen jetzt erstmal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen hier, mit dem grünen Anhänger. So. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo ist der Traktor, den ich dafür brauche. Der ist hier. Das koppeln wir mal. Ne, ab, nicht an. So, werden hier jetzt mal den Zweireiher entfernen. Und eigentlich könnten wir dann doch hier den Traktor schon mal tauschen. Das gucken wir uns gleich mal an. Also, ach Quatsch, falsche Taste gedrückt, Entschuldigung. So, den brauchen wir, den koppeln wir ab. Fahren den Zweireiher mal ein Stückel weg. So, das sollte reichen. Und jo, lassen uns jetzt mal überraschen. Also ich bin echt gespannt jetzt, ob das funktioniert. Bei Zuschauer, die sagen ja, ja, kein Problem, das geht. Nun ist der Moment der Wahrheit gekommen. Denn dann könnten wir auch nochmal ein bisschen warten mit der Neuinvestition. Weil wir brauchen ja auch da natürlich einen neuen Traktor. So, und, jawohl. Ha, es funktioniert. Und wenn wir jetzt das Rohr ausfahren, seht ihr, wir können also hier tatsächlich... Danke, ihr lieben Zuschauer, dass das so gut hinhaut. Ha, schön. Das macht einen happy. So, jetzt werden wir mal gucken. Also, bevor ich jetzt hier einsteige, schauen wir aber schnell nochmal im Laden nach. Ich habe übrigens auch das Classic-Update jetzt drauf gemacht. Können wir auch gleich mal gucken. Also, wie gesagt, die Deutz sind ja viel zu teuer. Würden wir also mal hier so im Bereich Ursus gehen? Das wäre wohl hier dann der Traktor, der hat dieselbe PS oder sogar ein bisschen mehr PS wie der Bührer, kostet aber deutlich weniger. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wo haben wir hier die Mods, die Traktoren. Hier sind die Classics, jawohl. So, haben wir noch ein paar andere Traktoren? Nein, haben wir da jetzt nicht. Also die Classic Update würde dann hier auf die Traktoren laufen. Das sind aber alles 55 bis 75 PS. Ja, da müssten wir mal schauen, ob wir da irgendwo eine Verwendung dafür haben, für diese Traktoren. Haben natürlich nicht viel PS, aber sehen natürlich sehr stylisch aus. Aber gut, jetzt fahren wir als erstes mal hier den Bührer-Traktor zum Landmaschinenhandel. Da würde ich jetzt sagen, doch, wir kaufen jetzt mal einen Ursus. Und ja, die Überlegung ist, wo setzen wir den jetzt ein? Weil die kleinen Maschinen für da unten, die reichen ja im Prinzip aus. So, und da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Aber allein durch die Unterhaltskosten. Also wir tauschen jetzt hier den Bührer mal aus und schauen einfach mal, was das für einen Unterschied im Fahren macht. Bin sowieso mal gespannt auf die Ursus-Traktoren. Und ja, wie gesagt, die Unterhaltskosten sind ja deutlich geringer. So, fahren wir hier wieder über den Marktplatz. Tanken. Ja, den Willimann wollten wir noch tanken. So, also wir hängen jetzt erstmal hier den Anhänger ab. Ah, das Frontgewicht müssen wir auch noch abhängen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. So. Und werden natürlich auch unseren Bührer hier wieder auf die schraffierte Fläche bringen, weil das doch mehr an Einnahmen bringt. Da wurde ich auch nochmal gefragt, warum ich das immer mache. Also ich steige hier mal aus und zeige euch das. Wenn ich jetzt den Standard-Bührer-Traktor nehme, wenn ich ihn finde, hier, würden wir 32.500 Euro kriegen. So, wenn ich den aber jetzt hier verkaufe, kriegen wir statt 32.500 39.000. So, der ist verkauft und haben also doch noch ein bisschen Geld gut gemacht. Brauchen aber jetzt für den großen, jetzt muss ich gerade mal gucken, da, noch ein bisschen mehr Geld, der kostet 75. Also wir leihen uns jetzt mal komplett alles. Dann haben wir natürlich 200.000, die wir jetzt wieder zurück
zahlen müssen, aber das denke ich mal, werden wir schaffen. Und holen hier jetzt mal für 74.000 den großen, der statt 250 waren es, glaube ich, oder 270 pro Tag nur 130 kostet. So, kaufen, steht abholbereit und da ist er. Ja. Haben also jetzt unseren ersten Traktor modernisiert. Sieht ja eigentlich ganz schick aus, das Baby. Mal so, wenn man so mal guckt, ne? Doch. Schon stylisch vorne mit, ja, das sieht schon richtig gut modern aus mit der Beleuchtung. Ja, steigen wir mal ein. Ja, ist auch ein ganz schön breites Gefährt, hat also schon was. Und 219 Liter an Tankvermögen. Ist also auch eine ganze Menge Zeug. So. Klemmen wir mal an und holen natürlich. Boah, macht ja einen Krach im Rückwärtsfahren, ne? So, jetzt muss ich auch gerade gucken, wo wir da sind. Natürlich bin ich wieder auf die Seite gefahren, nicht da, wo ich direkt hin wollte. So, dann bringen wir den Zweireiher mal runter zum Kuhstall. Und jetzt bin ich auch wegen der Geschwindigkeit gespannt, denn es hieß ja, dass der auch etwas schneller ist. Und schaut mal an. Der fährt 50, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Also auch nochmal 10 km/h schneller als der Bührer-Traktor. Und er ist in Unterhalt um einiges günstiger. Also haben wir gleich zwei Verbesserungen und das zu doch einem sehr günstigen Preis. Allerdings ist er im Fahren ganz schön laut. Das muss man schon mal dazu sagen. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir auch unseren Kredit wieder zurückzahlen. Aber was wir jetzt machen können, wir haben ja jetzt alle Felder eingesät, alle Felder gedüngt, haben unser, ja, unsere Rapsernte haben wir jetzt verkauft. Das heißt, wir drehen jetzt mal die Zeit einfach vor, lassen wir im Eiltempo die Nacht rumgehen. Und was mich jetzt interessiert, ist natürlich der Preis für Raps. Der war bei 900. Und nachdem wir so viel verkauft haben, dürfte der jetzt richtig schnell in den Keller gehen. Ho, 686. Seht ihr es? Das ist also immer ganz wichtig, dass man dementsprechend also guckt, dass man das innerhalb einer Spielstunde verkauft. Weil ansonsten hat man einfach das Problem, dass es zu stark nach unten geht, dass man zu hohe Verluste einfährt. So, ich meine, im Moment können wir ja eh uns das Feld 30 noch nicht kaufen. Naja, das ist jetzt nicht so ganz gut. So, da muss ich jetzt rumfahren. Und jetzt schauen wir mal, dass wir den gleich hier drin parken. So. Gut, den koppeln wir ab, denn wir brauchen ja dann auch später die Sämaschine. Weiter gucken, Mama. Ja, genau. Hier, den müssen wir natürlich auch noch zurückfahren. Der muss wieder zu unserem Bauernhof. Auch hier fahre ich lieber wieder außen rum, weil ich mag eigentlich ehrlich gesagt nicht die Stadt. Ah, Feld Nummer 38 wurde gekauft. Das ist schön, aber das Feld ist ja für uns erstmal uninteressant. Was auch gut ist, wenn man so eine Auktion nicht gewinnt, ist das Feld dann später trotzdem noch zum Verkauf frei. Also der hat dann das Feld 38 aus einer anderen Map bekommen, ne? Schön für uns. So, und wenn jetzt nun die Nacht rum ist, dann können wir auch auf alle Fälle schon mal Richtung BGA schielen. Denn ich denke mal, dass das Gären doch schon jetzt deutlich vorwärts gegangen ist. Wobei, was ich jetzt gerade feststelle, die Preise sind ja so bei mehreren schon in den Keller gegangen. Wir haben jetzt Gerste angesät. Weizen immer noch die hohe Nachfrage, aber Gerste ist bei 722. Das ist gar nicht schlecht. Und wir haben ja auch den Vorteil, dadurch, dass wir die Gerste jetzt auf den Feldern angesät haben, haben wir ja auch später wieder das Stroh, was wir einmal an unsere Kühe verfüttern können. Da können wir jetzt auch mal schnell schauen, wie es da aussieht. So, Statistik. Und da sind unsere Kühe. Ja. Stroh ist noch 20.000 da. Also das können wir dann auch schön auffüllen. So, und wenn jetzt der nächste Morgen anbricht, dann kann es für uns eigentlich doch hoffentlich schon in der BGA weitergehen. Aber da gucken wir jetzt gleich rein, wie es da aussieht. Jedenfalls haben wir unseren Big X. So, den stelle ich erstmal hier auf die Seite.
Und dann steige ich mal aus. Ich will nämlich mal gucken, wie weit unsere Felder hier sind. Ist zwar noch mitten in der Nacht, aber ich weiß ja nicht, ob die jetzt schon die erste Wachstumsstufe erreichen. Ja, das sieht noch ein bisschen mager aus. Schauen wir hier mal in der Übersicht. Ja, das ist alles noch in der Grad ich bin eingesät Stufe. Das Einzige, was schon wieder fertig ist, ist das 35er. Ach, by the way, mal schnell speichern. Das Feld 35, da wäre jetzt die Überlegung. Wir haben jetzt den Würdimann hier unten, ob wir schnell unten mal ein bisschen Gras mähen. Aber wir wollten ja halt schnell mal in der BGA gucken, was unser Silo sagt. So. Mal schauen, was unser Silo jetzt hier zu uns sagt. Wir haben 79% Gären. Das ist wichtig. Gut. Ja, das sieht auch so aus, als ob wir dann da gleich anfangen können. 82%, das geht ja richtig schnell jetzt. Also da können wir in der nächsten Folge definitiv schon mal anfangen mit dem. Ah, da oben ist jetzt gerade die erste Wachstumsstufe durchgelaufen. Sehr schön. Wo ist mein Hülimann? Da ist mein Hülimann. Dann können wir in der nächsten Folge schon anfangen, vielleicht das in die BGA reinzuschaufeln. Was ich jetzt aber erstmal machen möchte. Deswegen nehmen wir auch gleich unseren Hülimann. Wir werden unser Mähwerk und den Ladewagen mal anhängen. Weil dann können wir gleich mal runter zum Feld 35. Wieso kann ich den da nicht? Ach so, ich habe ja das Frontgewicht noch dran. Ei, ei, ei. Ja, man sollte vielleicht erstmal gucken, was ja eigentlich auch ein Sichtfeld ist. Was man vor dem Traktor hat. Deswegen das Gewicht runter. Das Mähwerk dran. Und so. Licht wäre auch von Vorteil. Dann sieht man auch, wo man eigentlich hinfährt. So, jetzt können wir es andocken. Jetzt holen wir uns auch noch den Ladewagen und fahren mal runter zum Feld 35 und werden dann dort ein bisschen Gras mähen. Bin ich jetzt da richtig? Bin ich jetzt da richtig? Bin ich jetzt da richtig? Ja, da bin ich jetzt richtig. Dann machen wir es mal von der Perspektive. So. Auch andocken. Und wie gesagt, wir müssen noch tanken. Oh, es wird hell. Ich kann das Licht wieder ausschalten. Sehr schön. So, und hier den tanken wir jetzt erstmal den Kameraden. Und ihr seht, da drüben wächst es jetzt auch. Also, da haben wir jetzt die erste Wachstumsstufe schon mal durch. Ich gehe auch jetzt mit der Geschwindigkeit mal wieder einen kleinen Tick runter. So, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Oh, der ist ganz schön durstig, der Kollege. So, vollgetankt ist er. Und jo, ab geht die Luzi. Wir fahren runter und werden am Feld 35 dann auch noch ein bisschen mähen. Das ist jetzt das Schöne, solange die Felder im Wachstum sind und noch nicht geerntet werden können, können wir das ja wunderbar ausnutzen. Wir haben zwar noch ein bisschen Gras, können aber natürlich dann auch die Silagen noch ein bisschen aufpushen. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir dann eventuell für die Kühe das Gras für 6 Tage wieder hinstellen, dass wir da wieder Ruhe haben. Immer schön auffüllen, dann brauchen wir uns erst gar keine Gedanken zu machen. Und ja, das Restliche werden wir dann unten nehmen, um vielleicht da auch das Silo zu füllen. Wobei wir müssen jetzt gleich erstmal gucken, wenn wir da unten sind. Vielleicht ist ja noch Silage da, dann können wir das erstmal auch vielleicht in der nächsten Folge schon. Ihr seht schon, da haben wir ganz schön viel vor. Den Kühen direkt wieder zum Futter geben. So, 8800 haben wir. Da hinten kommt der Milchwagen. Was ein Timing. Das ist schön, den nehmen wir jetzt noch mit. Da bin ich nämlich mal gespannt, was uns der dann dementsprechend noch bringt. Wie viel Milch haben wir denn überhaupt beisammen? Die Kühe haben 9100 Liter. Das ist gut. So, dann warten wir jetzt hier. Lassen den erstmal hier durchfahren. So. Und das Feld hier ist erntereif, sagt er. Das heißt also, das Gras ist mähbereit, mähfertig. So, klappen wir dann noch schnell das Mähwerk schon mal aus. So, 8.851 haben wir jetzt. 16.000 sind es jetzt. Das heißt, wir können ja von den 16.000 schon einmal 10.000 zurückzahlen. So, jetzt will ich aber noch ganz schnell gucken,
wie es mit unserer Silage aussieht. Ja, die Kühe werden auch langsam wach. Haben wir da noch was drin oder haben wir da nichts mehr drin? Doch, da ist sogar noch ein Haufen drin. Oh, eine ganze Menge. Gut, dann können wir hier die 23.000 dementsprechend auch noch mit dem, ja, Frontlader rüberschaffen. Das wäre auch noch eine Verbesserung. Frontlader 2000 Liter. Naja, vielleicht da auch noch einen Radlader zu kaufen. Müssen wir uns dann auch noch mal Gedanken drüber machen. Also ihr seht, es ist viel zu tun. Ja. Ah, BGA wollte ich jetzt mal schnell gucken. Ja, BGA ist fertig. Eine Schaufel kann ich mir jetzt leider nicht nehmen lassen. Sorry, Leute. Aber die eine Schaufel will ich jetzt noch mal reinfahren. Da will ich jetzt sehen, was bringt uns die. Wir sind jetzt bei 6.186 Euro, nicht Liter, Euro. So. Und, jo. Werden wir mal reinkippen. Ja, hat deutlich uns Geld eingebracht. Gut. Ja, dann werden wir da auch dementsprechend noch mal was abzahlen. Ja, ihr seht, so schnell kommen wir vom Kredit wieder runter. Das ist wunderbar. Und ja, wird auch gleich abgearbeitet. Das heißt, da geht's beim nächsten Mal los. Da werden wir unser Geld wieder aufstocken, unsere Schulden zurückzahlen, dass wir dann voll Gas weiter loslegen können. Ja, dann sind wir da durch. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Mähdrescher brauchen wir noch nicht. Das hat auch geklappt. Da freue ich mich dann auf die Ernte. Jo, dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir haben einiges erreicht und es steht einiges an. Und ja, durch die BGA, durch die Geldeinnahmen, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, endlich hier in der Erweiterung vorwärts zu kommen und auch ein paar Maschinen vielleicht noch auszutauschen. Ich würde ja am liebsten gern beide Bührer-Traktoren noch wechseln, dass wir zwei schnellere Traktoren haben, die aber weniger Unterhalt kosten. Das werden wir uns alles in den nächsten Folgen angucken. Und ja, ich freue mich, wenn ihr bis dahin dann auch wieder dabei seid. Bis dahin, Servus und Tschüss.